Liebe Frauen, liebe Gäste, liebe Künstlerinnen und Künstler des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, dass ich mit Alexandra Sie alle hier begrüßen darf zu diesem Abend hier, zu dieser Lesung. Am Internationalen Frauentag fordern Frauen ihre Rechte ein. Das tun sie seit über 100 Jahren. Und sie machen sich stark für den Frieden im Großen wie im Kleinen. Die Arbeitsbedingungen und Frieden, das waren die Wurzeln des Internationalen Frauentags, von den Frauen, die vor 100 Jahren den ausgerufen haben, vor über 100 Jahren. Immer noch sind weltweit die Rechte von Frauen nicht gewahrt. Es gibt eine neue Studie der UN, der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, ILO, International Labour Organization heißt es. Und die zeigt auf, dass es weltweit rund 40 Millionen Menschen gibt, die als Sklaven mit keinen oder sehr wenig Rechten schuften bis zum Umfallen. Die Opfer weltweiter Zwangsarbeit sind vor allem Frauen. Das zeigt auch diese Studie. Sie werden durch Drohungen und Nötigungen zur Arbeit in Haushalten, also viel auch diese Haushaltshilfen, die verschwinden oft auch in diesen Haushalten, auf Baustellen, auf Farmen, in der Fischerei, in der Sexindustrie, oder in anderen Bereichen werden sie gezwungen. Rund 15 Millionen Menschen, zum ganz überwiegenden Teil Frauen, leben in Zwangsehen. Es ist interessant, dass auch das wertet diese Studie als Zwangsarbeit. Die Betroffenen werden unter dem Deckmantel der Ehe zur Arbeit gezwungen und sind ihrer sexuellen Selbstbestimmung beraubt. Grund genug, sich an diesem Tag und vor allem das ganze Jahr über, nicht nur an diesem Tag, für die Rechte von Frauen einzusetzen, weltweit. Frauen in ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung zu unterstützen und für den Frieden zu arbeiten. Vielen Dank an dich, Alexandra, dass du diesen Abend hier möglich machst und viele Frauen und Männer hier zusammenbringst, dass wir eine wunderbare Begegnung haben. Wir wollen gedenken, wir wollen feiern und wir wollen die mutigen Frauen ehren. Dafür sind wir heute da und jetzt freue ich mich sehr auf die Beiträge. Herzlichen Dank.